Frau Nahles, der Mehrheit in Deutschland war offensichtlich vieles wichtiger als die Gerechtigkeit oder das, was die SPD darunter versteht. Ist die Gerechtigkeit aus der Mode gekommen? Nein, das glaube ich nicht. Soziale Gerechtigkeit ist ein großes Thema für die Leute. 82% der Bürger sagen, es ist ganz wichtig für sie. Aber tatsächlich haben wir Sozialdemokraten zumindest das nicht so adressieren können. Nicht emotional genug, vielleicht auch nicht die richtigen Themen getroffen. Deswegen würde ich schon sagen, das Thema für sich genommen, Rente, Löhne, das bleibt ein zentrales Thema in Deutschland. Aber die Frage, wie wir da politische Antworten formulieren und wie wir die Menschen da auch emotional erreichen, das ist eine offene Frage. Und eine große Aufgabe für die Partei. Wenn die Menschen sich unsicher fühlen in immer unsicheren Zeiten und einer immer unsichereren Welt, konnte man da ernsthaft annehmen, dass man die Menschen gewinnt mit einem ALGQ und einer besseren Rente? Also die Stabilisierung des Rentenniveaus, das ist auf jeden Fall ein Thema, was auch ein Sicherheitsthema ist. Und das muss auch ein Top-Thema für die nächsten Jahre sein. Denn das verschafft sehr wohl Unsicherheit, wenn ich weiß, als junger Mensch, ich arbeite, muss höhere Beiträge zahlen wegen der Demografie, am Ende kriege ich weniger raus. Das macht Unsicherheit. Das ist dann nur ein Faktor vielleicht, der Unsicherheit schafft mit anderen zusammen. Mhm. Aber den auf jeden Fall sollte die neue Koalition dann anpacken. Wir werden auf jeden Fall aufpassen, dass sie das tun.